Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es auf eine 8-Gipfeltour im Karwendel. Insgesamt wird die Tour knappe 23 Kilometer betragen. Ist mit ungefähr 10 Stunden angesetzt. Mal sehen, wie lange es dann effektiv dauert. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt mit. Ansonsten abschalten. Die ersten Kilometer sind hier auf der Vorstraße. Danach geht es in den Berg rein. Da wird es auch steiler und ein bisschen schmalere Wege. Hier nochmal der Wegweiser. Isarhorn, da komme ich her. Da ist auch eine Bushaltestelle. Hier oben sind zwei von den 8 Gipfeln schon angeschrieben. Die Säuernspitze mit 5 Stunden und die Shuttlecar-Spitze mit 4 Stunden 45. Weiter geht's. Jetzt verlasse ich hier die Forststraße. Hier geht der Weg hoch. Und hier sind auch nochmal die weiteren Gipfel ausgeschildert. Einmal der Seinskopf 255, Feldernkreuz, Säuernspitze. Genau, den Weg folge ich jetzt. Damit sind auch die Anfangshöhenmeter geschafft. Also es ist erst eine bis zwei oder anderthalb bis zwei Stunden Anstieg. Dann ist man ungefähr hier auf der Höhe auf 1900 Metern. Und jetzt geht es ja immer mal wieder bergauf, bergab. Aber es bleibt dann ungefähr auf der Höhe. Der erste Gipfel ist erreicht, der Lausberg. Mit einem sehr kleinen Gipfelkreuz, 1854 Meter, und man hat auf jeden Fall einen guten Rundumblick bis ins Tal, die umliegenden Hänge, und hier wird dann die Runde weitergehen über die verschiedenen Gipfel bis da hinten dann und dann wahrscheinlich irgendwie da wieder runtergehen. Aber das werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Zweiter Gipfel wird jetzt erklommen. Damit ist der zweite Gipfel erreicht, der Signalkopf, auf 1895 Metern. Diesmal auch mit ordentlichem Gipfelkreuz, ne? Da komme ich her. Nach Gipfel Nummer 2 folgt der dritte, der Seinskopf.
Damit ist auch der nächste Gipfel erreicht, der Seinskopf auf 1961 Meter. Ohne Gipfelkreuz leider. Die Aussicht ist trotzdem schön. Ging es hier ein bisschen erstmal runter. Hier ist das nächste Wegschild, Säuernspitze, 2,5 Stunden, Schöttaker Spitze, 45 Minuten. Hier geht's weiter. Weiter geht's. Immer weiter. Ja, hinter mir liegen jetzt schon die 3 bestiegenen Gipfel. Hier geht es relativ steil hoch mit bisschen Geröll, aber auch noch machbar und ja, super Aussichten, ne? Da sehen wir das nächste Ziel. Da geht es gleich rauf. Ist ein kleiner Umweg, der normale Weg geht dann hier weiter. Aber den Gipfel nehmen wir natürlich gerne mit. Die Schöttaker-Spitze liegt jetzt hinter mir. Bisschen mehr besucht auf jeden Fall als die anderen Gipfel. Jetzt geht es wieder zurück zu dem Wegweiser, wo ich meinte, dass es da dann weitergeht. Au. Und wieder am Abzweig. Säuernspitze. 2 Stunden. Von da komme ich ehemals. Hier geht es zur Shuttlecar-Spitze. Die Sonne knallt ordentlich da. Aber schönes. Ja, kleines Update. Ich bin jetzt auf der reißenden Lahnspitze. Das ist schon Gipfel 7 von 8. Das heißt, ein paar übersprungen bzw. vorbeigegangen und gar nicht gemerkt, dass es ein Gipfel ist. Da hinten sehen wir nochmal den Weg. Da auf dem, da wo auch der Weg zur Shuttlecar-Spitze abging, ist auch noch das Feldernkreuz mit 2048 Metern, wo wir vorbeigelaufen sind. Als nächsten Gipfel haben wir dann noch den Feldernkopf, wo wir vorbeigegangen sind, da auf 2071 Metern. Und dann noch den Säuernschneid, das ist hier vorne, da sind wir auch vorbeigekommen. Also von da. Dementsprechend jetzt die 7. Spitze auf 2209 Metern. Letzter Gipfel für heute wird dann die Säuernspitze sein. Da ist aber noch ein kleiner Weg hin. Auf 2253 Metern. Und weiter geht's zum letzten Gipfel. Hier angekommen an der Säuernscharte. Shuttlecar-Spitze 1,40, Säuernspitze gleich um die Ecke 35 Minütchen. Weiter geht's, Endspurt zum Gipfel.
Flitz mal, auf geht's! Finale Gipfel, Sonnenspitze. Noch mal die Säuernspitze. Ich habe jetzt ungefähr 5 Stunden gebraucht mit auch echt paar Pausen. Also ja, die Zeit kommt ungefähr hin, wenn man es gemütlich angehen lässt. Ja, ich gehe jetzt auf den Abstieg. Mal sehen, ich schätze mal so 3-3,5 Stunden wird das dauern. Vielleicht gehe ich noch mal, unten ist wohl noch eine Alm, so oben stand 2 Stunden entfernt. Vielleicht gehe ich da auch noch mal rein. Mal sehen. Aber Abstieg liegt sozusagen nur noch vor mir. Minuten von der Säuernspitze bis zum nächsten Schild, gehe ich jetzt Richtung Rheinalm. Mittlerweile wieder weit unter der Baumgrenze. Hier ist der Weg auch weniger steil, also richtig gut zum Runtergehen. Gleich angekommen an der Vereiner Alm. Für mich geht es dann gleich nach links weiter. Vorher muss ich aber noch mal hier zum Brunnen, denn ich habe seit circa einer Stunde kein Wasser mehr, trotz 3 Liter Trinkblase. Deswegen kommt das hier. Kein Trinkwasser. Scheiße. Na gut. Mal gucken, ob da hinten noch was ist. Ja gut, Brunnen, kein Trinkwasser, deswegen hier bei der Almhütte. Die sah so geschlossen aus, aber hatte auf. Deswegen einmal Zitronenlimonade und einmal Spezi. Wichtig. Jetzt nochmal 1 Liter getrunken da an der Alm. Und jetzt geht's die letzten 8 Kilometer zurück. Sind aber nicht mehr wenig Höhenmeter, die ich runtergehen muss. Und ja, denk mal 1,5 Stunden, dann bin ich auf jeden Fall da. Hab jetzt kein Wasser mehr im Rucksack. Aber der 1 Liter, den ich jetzt getrunken habe, sollte, glaube ich, ausreichen, dass ich auch noch da ans Ziel komme. Ich gehe jetzt über den Jägersteig runter. Soll auch noch mal ganz schön sein und ist dann nicht nur Forststraße, hoffentlich. Nach circa 3 Kilometer Forststraße kommt man dann wirklich auf den Jägersteig. Ja, hier ist der Weg wieder schmaler und muss nicht mehr die große Forststraße gehen. Mittlerweile habe ich den Jägersteig verlassen. Dabei ist zu erwähnen, dass er ja relativ schmal ist, bisschen geröllig, also anspruchsvoller als eine Forststraße auf jeden Fall. Das heißt, wenn man wirklich nicht mehr kann, keine Kraft mehr hat, dann sollte man einfach die Forststraße runterlaufen.
Ist natürlich deutlich einfacher als der Jägersteig, aber der ist auch gut machbar. An der Stelle, ich bin jetzt unten, bin jetzt auf dem Weg Richtung Mittenwald. 8,5 Stunden habe ich ungefähr gebraucht. Knapp 22 Kilometer mit 1850 Höhenmetern. Also schon eine längere Tour. Wenn man aber eine gute Grundkondition hat, dann ist das auf jeden Fall machbar. Es gibt auch keine anspruchsvollen Stellen, die man da klettern muss oder so, sondern alles wanderbar. Also bis auf ein, zweimal zum Gipfelkreuz. Ja, an der Stelle möchte ich dann auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, gern Like da lassen, Abo rausschmeißen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.